Ja, Geld ist nicht wichtig. Geld beruhigt aber. Geld gibt einem eine gewisse Sicherheit. Und das kann man ja wohl nicht abstreiten. Doch, das kann man sehr wohl abstreiten. Und ich möchte das heute tun mit verschiedenen Argumenten und auch aus meiner Geschichte begründet. Nur für diejenigen, die das erste Mal hier auf dem Kanal sind, die das erste Mal ein Video von mir schauen. Ich habe früher sehr wenig Geld gehabt, habe dann studiert, bin in den Arbeitsmarkt eingestiegen, habe mich selbstständig gemacht und habe dann sehr viel Geld verdient. Und die Grundlage dessen, dass man sagt, Geld beruhigt, ist immer der aktuelle Zeitpunkt. Wenn wir in einer Diskussion uns zusammenfinden und über das Thema Geld reden, dann ist immer unser aktueller Wissensstand, unsere aktuelle Überzeugung maßgebend dafür, was wir sagen und wie wir empfinden. Wenn ich jetzt sage, Geld beruhigt mich, dann denke ich davon, wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich die Sachen, wo ich jetzt so ein wenig am Kalkulieren bin und am Rechnen bin, weil ich sie mir nicht mehr leisten kann, zum Beispiel in meinem Fall jetzt hochwertiges Obst und Gemüse. Wenn ich da jetzt denke, wow, dann könnte ich mir das leisten, dann beruhigt mich das. Und dann sage ich, okay, ja, Geld beruhigt in dem aktuellen Punkt. Was ist aber, wenn ich dann mir hochwertiges Obst und Gemüse leisten kann? Dann ist es vielleicht so, dass ich aufgrund meines insgesamt gestiegenen Geldvorrates eine größere Wohnung habe oder ein besseres Auto. Verschiedene andere Dinge. Die Ansprüche werden ja immer größer, umso mehr Geld man hat. Zumindest bei den meisten Menschen. Und das ist eben auch meine Geschichte. Und dann beruhigt eben das nicht mehr, dass man sich Obst und Gemüse kaufen kann, was man will, sondern es gibt neue Beunruhigungen. Zum Beispiel, dass man halt im Urlaub oder in den Urlaub fahren möchte. Oder dass man, jeder kennt Ansprüche, ich bin ja mittlerweile da fast komplett raus aus diesem Anspruchsdenken, aber jeder kennt Ansprüche, die man hat. Man möchte vielleicht ins Kino gehen oder Fernseher haben oder ja, jeder kennt Ansprüche. Und ich bin auch nicht, hier ist auch nicht an der Zeit, die Ansprüche zu bewerten, weil nicht jeder kann das wirklich in die Realität umsetzen, die Ansprüche kritisch zu hinterfragen. Jeder ist in seinem Leben auch in einem gewissen, ja, zu einem gewissen Anteil in einer gewissen Unbewusstheit. Das geht mir auch so. Bei den Ansprüchen bin ich einfach sensibilisierter, weil meine Geschichte eben so aussieht, dass ich alle meine Ansprüche bedienen konnte und trotzdem nicht glücklich gewesen bin. Aber das ist genau der Punkt. Die Ansprüche steigen dann wieder und dann sagt man auch wieder, ja, Geld beruhigt, weil dann kann ich dann eben in Urlaub fahren, dann bin ich beruhigt, dann muss ich mir dann nicht mehr Gedanken machen, wie ich das irgendwie abdrücken kann oder so weiter. Wenn man dann in Urlaub fährt, ja, dann möchte man ein besseres Auto oder dann eben andere Dinge haben. Und merkt ihr, was dahinter steht? Diejenigen, die sagen, Geld würde mich beruhigen oder Geld beruhigt, das sind diejenigen, die unruhig sind, die Ängste haben, die Sorgen haben, dass sie irgendwie nicht sicher sind. Und das ist ja ein fundamentales neuronales Netz in unserem Gehirn, in unserem Körper. Menschen sind noch so nach Sicherheit. Plus die Bewertung, was ist sicher? Das ist konditioniert. Jemand in Deutschland hat ganz andere Kriterien an Sicherheit als jemand, der in Uganda ist. Und deswegen ist das nichts Naturgegebenes, die Sicherheit, von der wir sprechen in der Diskussion, wenn es um Geld geht, wenn es um Beruhigen geht. Das ist ganz wichtig anzuerkennen. Denn dann, wenn man das nicht tut, kommt man in denselben Kreislauf wie ich war. Ich habe dann, meine erste Arbeitsstelle war als, das war das erste nach dem Studium, ich habe BWL studiert, war ein Praktikum, was über ein Jahr ging, bei einer Steuerkanzlei. Da habe ich dann ungefähr 1200 Euro bekommen. Danach habe ich als Arbeitsvermittler gearbeitet bei der AGE. Dort habe ich dann 2500 Euro bekommen. Und ja, und da habe ich schon gemerkt, oh, die Ansprüche,
sind gestiegen. Aber trotzdem hatte ich immer noch andere Wünsche und konnte mein Geld immer noch weiter ausgeben und habe gespart auf Dinge, die ich dann unbedingt wollte. War unzufrieden und hätte man mir damals gesagt, hey, Geld, das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist eine grundlegende Basis im Leben, kannst du auch komplett ohne Geld schaffen. So. Und selbst wenn wir uns darauf einigen, dass 500, 600 Euro im Monat eine sehr bequeme Basis wären, so ist es trotzdem so, dass wir theoretisch hier wirklich kein Geld brauchen. Aber das liegt auch ein bisschen an der Sozioarchitektur, in der wir leben. Aber generell könnten wir von selbst in dieser Struktur mit 500, 600 Euro komplett leben. Und wir bräuchten keine 1000 Euro, wie es derzeit ungefähr als Existenzminimum inklusive der Krankenversicherung und der Miete immer wieder postuliert wird. Und meine Ansprüche sind halt immer wieder gestiegen. Und na, das hat sich dann auch nicht geändert, wo ich dann angefangen habe, mich selbstständig zu machen in verschiedenen Gebieten und dann ja, im Monat 10.000, 20.000 Euro zur Verfügung hatte. Hat sich null geändert. Es war einfach so, dass man immer wieder Sachen hatte, okay, das könnte ich mir noch leisten. So, und wenn du dann aber eine gewisse Zeit über diese Summen verfügst, dann ist es irgendwann so, dass du dir alles leisten hättest können oder hast können. Dann sind noch ein paar Sachen wie ein Jet oder ein Kreuzfahrtschiff oder was auch immer, wenn man sich dann leisten möchte, oder ein Ferrari oder irgendwie solche Dinge, also die absoluten Top of the Top Luxusgüter, die du dir dann vielleicht einmal kaufst in einem Segment und dann auch wieder dieselben Erfahrungen machst, aber dann realisierst du, wow, Geld beruhigt gar nicht. Geld beruhigt gar nicht, aber du musst die Erfahrung machen. Und alle Menschen, die jetzt so klug daherreden und die besten Argumente bringen, dass für ihr Gehirn vollkommen logisch klingt, die haben einfach die Erfahrung noch nicht gemacht. Wer die Erfahrung gemacht hat, reich zu sein und realisiert hat am eigenen Leibe, dass einem das Gefühl oder diese Beunruhigung oder diese Wünsche oder dieses Bedürfnisdenken, der Konsumanreiz, dass da überhaupt nicht anders ist, als ob man 1000 Euro hat oder ob man 10.000 Euro im Monat hat. Dass da überhaupt nicht anders ist. Die das realisiert haben und die das erlebt haben, die können tatsächlich mitreden bei diesem Thema. Alles andere ist nur, ja, ist der jetzige Zeitpunkt und das, was man eben denkt. Und die fehlende Demut anzuerkennen, dass die Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, dass diese etwas besser sind oder etwas mehr haben als ich. Aber das fällt so vielen schwer anzuerkennen. Den meisten fällt ja sogar schwer anzuerkennen, dass unser Verstand begrenzt ist. Die denken, mit unserem Verstand können wir, wenn wir nur klug genug sind, wenn wir lange genug nachdenken, wenn genug Zeit im Universum vergeht, können wir alles erklären. Dann fehlt einfach die Demut. Und diese Menschen wird auch dieses Video nicht erreichen. Aber bei euch weiß ich ja, gibt es sehr viele Menschen, die durchaus diese Demut in sich tragen, die bereit sind, über ihren Tellerrand hinauszublicken und dadurch, und das ist dann auch wieder eine Erfahrungssache, eine höhere Lebensqualität bekommen. Und das ohne Geld oder mit wenig Geld oder unabhängig vom Geld, das ist besser ausgedrückt. Denn Geld, und das ist wieder die andere Sparte der Menschen, ist auch nicht böse. Na? Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr mit dem, was ihr tut, Geld verdient und Geld strömt zu euch, dann ist es nicht irgendwie, dass ihr sagen müsst, nee, Geld, das ist unrein oder das ist böse oder verkaufen ist schlimm oder solche Dinge, sondern ihr müsst euch generell davon befreien, unruhig zu sein oder unzufrieden zu sein von den Dingen, die da kommen. Und selbst wenn es Geld ist. Kleiner Exkurs, weil wir sind wahrscheinlich schon über 5 Minuten und der Durchschnitt der YouTube-Zuschauer schaut 5 Minuten und all die jetzt länger bei dem Video noch dabei sind, die sind über dem Durchschnitt und deren Aufmerksamkeitsspanne ist schon etwas höher, von daher mein kleiner Exkurs. Verkäufer in unserem Land haben so ein Standing, es gibt da Umfragen, wo gefragt wird, die Menschen, wie anerkannt eine Berufsgruppe ist. Verkäufer, das ist einer der ganz unten rangierendsten vom Ansehen her Berufe in unserem Land. Verkäufer. Ungefähr auf einer Ebene mit Toilettenputzer. Aber selbst da
wird ja auch noch gesagt, das ist zumindest eine ehrliche Arbeit, aber es wird trotzdem halt sozial so ein bisschen. Aber Verkäufer ist auf dieser Ebene ist ganz unten. Rechtsanwälte bei uns in Deutschland, die sind ganz oben mit dabei. Das ist Creme de la Creme, wer ein Rechtsanwalt ist. Wow! So, das ist unsere Wahrheit und so argumentieren wir. Und so ist jeder, der verkauft, und ich habe selber lange Zeit mein Studium damit finanziert, dass ich Sachen verkauft habe. Ich habe Versicherungen verkauft, Finanzdienstleistungen, Bausparverträge und so weiter. Und ihr kennt alle das, ne? Wenn jemand vor der Tür steht und euch was verkaufen möchte, das ist in unserem gesellschaftlichen Denken, in unserer gesellschaftlichen Konditionierung hier in Deutschland, dann ist das so, da steht dann jemand, der will einem was verkaufen und dann sagt man, komm, geh! Ne? Und da können wir uns alle nicht von frei machen. Selbst ich als derjenige, der da gearbeitet hat, kommt auch immer wieder in dieses Denken hinein. Und in Amerika ist es genau andersrum. Und das ist das Faszinierende. Wer da Verkäufer ist, das ist ganz oben, top of the top. Als Verkäufer musst du in den Augen der Amerikaner etwas leisten. Du musst in jedem Beruf was leisten, aber das ist halt das, was man denkt. Ein Rechtsanwalt hingegen, das ist Kategorie Kloputzer in Amerika. Was ich damit sagen will, ist, dass unsere Denkstrukturen, unsere Überzeugungen, die sind rein konditioniert. Da gibt es keine Wahrheit. Keine Wahrheit. Und das erfordert Demut, um das anzuerkennen. Und einfach über den Tellerrand hinausschauen. Und schauen, was da ist. Ob da noch eine andere Wahrheit ist, die eventuell der Wahrheit, so denn es denn sie gibt, aber wir gehen einfach da mal schon aus, damit wir das jetzt hier nicht zu philosophisch gestalten, da entsprechend mehr entspricht. Und entsprechend bin ich auch immer jemand, der sehr viel Wert drauf legt, mit älteren Menschen zu reden, mit Menschen, die mehr Erfahrungen haben, weil es ist unglaublich, jemand, der 100 Jahre gelebt hat, erzählt mir innerhalb von 5 Minuten, von 10 Minuten die Quintessenz von 50 oder 100 Jahren Leben, was ich für mich annehmen kann. Und das ist für mich so wertvoll, wenn ein älterer Mensch mir seine Quintessenz erklärt oder die Dinge sagt, die ihn glücklich gemacht haben, dann ist das pures Gold. Ich müsste 50 bis 100 Jahre leben, um genau das selber zu erfahren. Natürlich ist jeder Mensch anders, aber man kann dieses Geschenk nehmen, einsortieren, gedanklich als Erfahrung eines Menschen, entsprechend auch mit einer gewissen Priorität versehen und dann natürlich am eigenen Leben quasi reevaluieren, wenn man das so sagen möchte. Also dieses immer wieder bestätigen oder eben dann eben nicht. Und mit dem Geld, da kann ich wirklich aus vollster Überzeugung sagen, es ist absolut unnötig. Absolut unnötig, sehr viel Geld zu verdienen. Was das ist im Einzelnen, ist halt immer wieder abhängig. Es reicht vollkommen aus, in diesem Land, auch wenn man eigentlich gar kein Geld braucht, ich sag mal 500, 600 Euro. Das ist realistisch. Ich habe mein Buch, wie man für 50 Euro sich vollwertig ernähren kann, geschrieben, wie das funktioniert. Pro-Kost vor Low-Kost. Und dann kommt halt noch die Krankenversicherung zu, die freiwillige Grundversicherung ist 170 Euro. Wenn man nicht irgendwas arbeitet, ist 170 Euro. Da ist man dann bei 230 Euro. Und dann noch Miete gibt es in Deutschland. Natürlich will man ja bestimmt in einer Stadt wohnen, wo man ja, gerne sein möchte und dann am besten noch in dem liebsten Kreis. So. Aber du kriegst in Deutschland genug für 200, 300 Euro warm Wohnungen oder WG-Zimmer oder ein sicherer Platz, wo du leben kannst. Wir haben ja schon. Es muss eine eigene Wohnung sein. Was das für ein Luxus ist. Was das derzeit für ein Luxus ist. Hier bekommen selbst die Ärmsten der Armen viel mehr gute Dinge oder Bedürfnisbefriedigung als ein König vor 500 Jahren. Aber das realisieren wir nicht. Wir sagen alle, uns geht's schlecht. Wir brauchen nicht so viel. Und das befreit ungemein. Das befreit ungemein, wenn ihr einmal diese Erfahrung gemacht habt oder diese Erkenntnis habt. Das reicht ja schon. Wunderbar. Ich sehe so viele Menschen, diesem Geld hinterherrennen und auch Menschen, die Neid haben, weil andere Menschen Geld haben. Die sagen, boah, und dann den anderen halt diskreditieren oder in irgendeiner Form vielleicht auch angreifen, dass er so viel Geld verdient. Du bist ein Banker und Banker sind scheiße, weil die tun aus Geld hin und her schieben. Oder du bist Versicherungsmakler, du verkaufst den Menschen nur Dreck, man braucht keine Versicherung.
Oder ja, du bist ein YouTuber, du erzählst einfach nur und das braucht eigentlich gar keiner, das ist gar keine richtige Arbeit, solche Dinge. Und das kommt aus der Unzufriedenheit heraus, dass man sich selber mit dem anderen vergleicht mit dem Geld des anderen. Und aber auch auf anderen Ebenen. Geld ist halt nur heute das Thema, aber es gibt ja auch viele andere Ebenen. Das ist einfach diese Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit, das ist das, was uns unsere Gesellschaft durchströmt. Aber zutiefst durchströmt. Wenn ich bei Facebook schaue, da ist irgendwie nur Unzufriedenheit, da sind nur Ängste, da ist nur Kritik in großen Teilen und da ist wenig Lebensbejahendes, Zufriedenheit. Und das ist schade, das ist wirklich schade. Ich lasse mich immer auch ja, dazu hinreißen, in Diskussion zu treten mit den Menschen bei Facebook, wenn ich dort mal aktiv bin. Und oftmals ist es so, dass man dann auch die bewussten Menschen erkennt, dass man erkennt, wenn man einen Kommentar schreibt und sagt, hey, so und so, dass die Menschen das realisieren. Und das gibt mir dann Mut, eben auch weiter bei Facebook zu diskutieren, dass es nicht so ist, dass es etwas ist, was gegeben ist, was man nicht ändern kann. Sicherlich bei einigen Menschen, ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, die Menschen wirst du nicht erreichen, niemals in diesem Leben. Die haben ihr Leben von Anfang bis Ende mit den ganzen Unzufriedenheiten und die sterben dann und die realisieren überhaupt nicht, was Leben bedeutet hat. Aber dann gibt es Menschen, die, wenn man sie darauf sensibilisiert, die das erkennen und dann sagen, hey, oh ja, stimmt, danke Christian, dass du mich da nochmal darauf aufmerksam gemacht hast. Und dass diese Menschen dann wirklich aus dieser Unzufriedenheit rausgehen, in die Zufriedenheit, in die Liebe und das Leben einfach in vollen Zügen genießen können. Ohne, und dann sind wir wieder bei dem Thema, dieses Geld zu stigmatisieren. Es ist gut, wenn ihr ganz viel Geld habt, es ist gut, wenn ihr kein Geld habt. Alles gut, das macht euch nicht ruhiger. Geld beruhigt nicht. Euer Denken beruhigt euch. Euer Sein. Und das könnt ihr in jedem Moment sein. Ruhig. Auch wenn ihr tot seid. Seid ihr total ruhig. Alles ruhig. Alles ist gut, wie es ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Christian.